Warum ist ChatGPT in Italien verboten? Ja, ach, diese Gerüchte immer in diesem Internet, ja. ChatGPT ist nicht in Italien verboten. ChatGPT war vielleicht mal kurz in Italien verboten. Story ist folgende. Und zwar die italienische Datenschutzbehörde hat OpenAI, dem Anbieter von ChatGPT, eine Frageliste geschickt. Das hat übrigens gerade auch die verschiedene Landesdatenschutzbehörden in Deutschland haben denen auch gerade eine Frageliste geschickt. Und da sind manche Fragen ehrlicherweise schwer zu beantworten, weil da steht drin, habt ihr auch personenbezogene Daten aus dem Internet erhoben? Sind da Gesundheitsdaten dabei? Habt ihr die Leute, deren Daten das sind, eigentlich informiert? Und ChatGPT so, wie sollen wir denn die Leute informieren? Ja, klar kann es das sein, dass wir von Matze Mehner irgendwo was verarbeitet haben, aber wie sollen wir den anschreiben und sollen wir ihm das sagen? Also wie soll das gehen? Und da haben eben die Datenschutzbehörden gewisse Bedenken gehabt. Und die eine Story ist, die Italiener haben das verboten. Die andere Story ist, OpenAI hatte keine Lust, sich mit den Italienern anzulegen und hat italienische IP-Adressen gesperrt. So wie ja gerade Threads, ne, dieses Twitter-Ersatz sozusagen, auch in der EU gesperrt ist, weil die keine Lust haben, Bußgelder einzufangen. Deshalb, die Story ist unterschiedlich, man weiß es nicht so genau. Aber im Prinzip Grund war, die haben denen Fragen geschickt. Die konnten die nicht so richtig beantworten. Eine Story ist, die haben es verboten. Andere Story ist, OpenAI hat gesagt, wir haben keine Lust auf euch Italiener. Ich verkürze jetzt sehr. Gute Nachricht, aber man hat sich jetzt geeinigt. Man hat verschiedene Verbesserungen gemacht. Und deshalb ist es jetzt auch wieder in Italien abrufbar und kein Problem.